Lange lag es auf meiner Festplatte. Ich hatte mir eigentlich geschworen, es niemals anzufassen oder geschweige es denn zu Let's Playen. Dieses Spiel sollte meinen Kanal kaputt machen. Und trotzdem, ich lief aus, ich hatte keine Projekte mehr. Und da musste es halt herhalten. Ja, und ja, damit hallo und herzlich willkommen hier zum ganz, ganz kurzen Let's Play, Stadtbahnsimulator Düsseldorf, ja, gut, wir wollen in die Lok reingehen, in die Straßenbahn, muss ich sagen, Tab E, N, 1, 2, E, J, so, jetzt geht's. Glocke. Hier war doch gerade Glocke. Ah, Enter. Okay. Auf Enter sind die Tasten. Ist die Taste für die Glocke. Das muss ich mir merken. So, J. I. Ja. Dieses Spiel ist so schlecht programmiert, muss ich jetzt mal sagen, dass er mir nicht mal anzeigt, mit wie viel Frames ich gerade aufnehme. Das ist schon etwas merkwürdig, sage ich jetzt mal. Ich habe oben links in der Ecke keine Shadowplay-Anzeige. Das ist merkwürdig. So. Und wir fahren ab. Gut. Ich denke mal, 30 reichen für die Ausfahrt. Wir waren pünktlich. Wow. Nächste Station. Mörike Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop. Mörike Straße. Exit right. Das Interessante ist, das muss ich zugeben, ich war heute auf der Messe in Düsseldorf und ich bin heute mit der U78 gefahren. Und ja. Da hat es mich trotzdem eigentlich nicht gepackt, diesen Simulator zu spielen. Aber wie gesagt, mir gehen die Folgen aus. Beziehungsweise einige Spiele verschieben sich. Und jetzt mache ich den Stadtbahnsimulator in ein oder zwei Folgen einmal einfach mal zwischendurch. Er ist ja ich schon etwas länger draußen und ich habe ihn bisher einfach halt noch nie gespielt. Und jetzt merke ich gerade auch wieder, wieso. Ich habe einen Top-PC. Dieses Spiel ist jetzt 3 Jahre alt. Ja, es ist 2013 rausgekommen. Ne, 14. Ne, Ende 2013. 2 Jahre, Entschuldigung. Und ich kann alles auf meinem Computer superflüssig spielen. Nur dieses Spiel leckt. So. Jetzt mit unserer Trittstufenvorwahl. Sind die aus Mats? Ich dachte gerade ernsthaft, dass... Aber die ist nicht so gut gebaut. Der macht erstmal einen Moonwalk nach hinten. Yes, baby! Das können wir doch hier gut ertragen. N. 8. Hallo? Hallo. 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 Ah, jetzt. Okay. Er wollte irgendwie nicht.
Er meinte, er müsste nicht losfahren. Das nenne ich einfach mal eine Türsteuerung, jetzt einfach mal ganz spontan. Du bist zu spät losgefahren. Ja, tut mir leid. Nächste Station. Freiligradplatz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop. Freiligradplatz. Exit left. Ist es nicht schön, wie einfach so eine fette Einblendung am Bildschirm ist, du bist zu spät gefahren? Das ist doch schön. Versaut überhaupt nicht das Spiel. Ich finde auch hier die Weichen so geil. Einfach so Spitzgleise, die in einem anderen Gleis enden. Steht da auf den Anzeigen Messe? So, J6T. Ja, natürlich, auf dem Gleis verfahren die in Richtung Düsseldorf und Messe Nord, anstatt... Und, wow, auf beiden Gleisen jeweils eine. Das ist innovativ. Also, man könnte es natürlich machen wie eine normale Stadt und einfach, auf einem Gleis eine fahren lassen und auf dem anderen die andere. Jetzt bin ich zu früh losgefahren. Wow. Nächste Station. Messe Ost, Stockholmer Kirchstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop. Messe Ost, Stockholmer Kirchstraße. Exit left. Okay. Enge Kurve. 40 Stundenkilometer. Ich find's auch geil, wenn man zu schnell wird, wird man einfach zur letzten Haltestelle resettet. Das ist, die Realität, wie sie leibt und lebt. Da, da ist wieder so eine Weiche. Ich liebe dieses... Ich hasse... Ja, es ist eine Hassliebe. Gut. Messe Ost. Wir haben ja eine Doppeltraktion, das heißt, wir müssen jeweils immer bis zum H vorfahren. J, T. Öffne die Türen auf rechten Seite mit linker Maustaste. Warum soll ich denn jetzt die auf der rechten Seite öffnen? Sollen die hier ins Gleisbett purzeln? So. Wir haben Fahrt, das nutzen wir doch mal eben. Nächste Station. Nordpark Aquazoo. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop. Nordpark Aquazoo. Exit left. Gut. Bitte sehr, wir sind am Aquazoo. Auch schön, wie hier einfach... Dieses Spiel ist so schlecht. Aber es ist ein Simulator. Ihr wollt immer mehr Simulatoren. Dann kriegt ihr Simulatoren. Aber beschwert euch nicht, dass es dann irgendwann nur die schlechten Simulatoren gibt. Aber das hier hat sogar Wiedererkennungswert. T. N. Ach ja. Türen sind jetzt erst zu. Weiter geht es. Super, du warst pünktlich. Nächste Station. Rieserplatz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop. Rieserplatz. Exit left.
So. Wir kommen wieder an einer Haltestelle. Und ich weiß die Tasten mittlerweile schon auswendig. J, T. Die Menschen sehen aber gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Also ich hab schon... Boah, wie setzt der die... Und ich bin zu spät losgefahren, wette ich jetzt. Ja. Also, ich bin echt, Nächste Station, Theodor-Heuss-Brücke. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop, Theodor-Heuss-Brücke. Exit right. So. Und da kommt sie schon, die Theodor-Heuss-Brücke. Und zack. 8i. Ja. Also ich muss sagen, jetzt einfach mal so. Ich muss aber zugeben, ich muss mein Resümee mal kurz ein bisschen bearbeiten. Ich habe schon schlechtere Simulatoren gesehen als das hier, weil das hier sieht jetzt sogar eigentlich ganz gut aus. Und da kommt eine andere U78. Hulla, die Waldfee, wie ist der LKW denn da gefahren? Und wir haben Fahrt. Zu früh. Die 8 Sekunden. Golzheimer Platz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop. Golzheimer Platz. Exit right. So. Aber ich warte immer noch auf einen vernünftigen Tram-Simulator. Und ich habe da ein bisschen Hoffnung in Lotus. Ui, die Ampeln sind aus. So. Ich soll noch weiter vorfahren. Ist das wirklich... Ja, doch. Ist ziemlich mittig. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. I-N. Und weiter geht's. Nächste Station, Kennedy Damm. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop, Kennedy Damm. Exit right. Exit right. Und hier ist... Jetzt müssen wir demnächst eigentlich auch in den Untergrundbereich von Düsseldorf kommen. Das müsste jetzt demnächst passieren. J. I.
Gut. Und weiter geht's. Ach so, ja, stimmt. Eins ist der Todmann-Knopf, genau. Den sollte man eigentlich nicht ausschalten. Nächste Station. Viktoriaplatz, Kleberstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop. Viktoriaplatz, Kleberstraße. Exit left. So, und schon geht's nach unten, wie ich es angekündigt habe. Und hier im Tunnel dürfen wir dann, glaube ich, sogar sehr, sehr schnell fahren. Wow, ein sehr, 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 sehr tolles Sample genommen. Wir sind ein bisschen zu weit vor... Aber... Auch geil ist, wie man so sieht, wie das U78 eigentlich vor der Front schwebt. So. C. N. Das ist der Todmann. Gut. Weiter geht's durch den Tunnel. Und jetzt dann sogar mit relativ hohen Geschwindigkeiten. Nächste Station, Nordstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop, Nordstraße. Exit left. Und wir kommen zu einem Halt. Also das Sample finde ich echt schön. Das Tonsample hier, das sich nach Kinder, das sich nach Spielplatz anhört. Das ist echt cool. So. Weiter geht's. Super, du warst pünktlich. Nächste Station, Heinrich-Heine-Allee. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop. Die Bahn ist ein Gleis. Bitte probiere es noch einmal. Also das war eine sehr tragische Entgleisung. Auch schön, wie man in den sehr, sehr scharfen Kurven Kurvenquietschen hat, ne? Also das rundet das Erlebnis Stadtbahnsimulator Düsseldorf auf jeden Fall ab. Auch geil ist hier diese Kreuzung, die es im echten Leben in Düsseldorf überhaupt nicht gibt. Ja. Quietsch, quietsch, quietsch. Heinrich-Heine-Allee.
So, da ist wieder Zinni aus Marzahn. Das ist ihre Doppelgängerin. Alter. Nee, ihr kommt nicht rein. Sie nicht. Wann bin ich ein Arsch? So, und Ausfahrt. Super, du warst pünktlich. Ja, weißes Spiel. Nächste Station. Steinstraße, Königsallee. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop. Steinstraße, Königsallee. Exit right. So. Wow. Das war so ungefähr die perfekteste Bremsung, die ich je erlebt habe. Komm, alles einsteigen. Türen schließen. Selbsttätig. Vorsicht bei der Abfahrt. Falsches Verkehrsmittel, aber das ist mir egal. Mir macht das gerade erschreckenderweise doch Spaß, hier lang zu gurken. Ich glaube, ich bin krank. Nächste Station, Oststraße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop, Oststraße. Exit right. Und das müsste dann so ungefähr die letzte Haltestelle vor dem Hauptbahnhof sein, wenn ich mich recht erinnere. Und da kommt der Gegenkurs. Ja, haben wir oft genug mittlerweile gesehen. Wir werden auch noch die Rückfahrt machen, aber ja, okay, machen wir zwei Folgen draus. Dann dürfte das Spiel aber auch abgefrühstückt sein. So, wir sind noch um kurz nach 1, beziehungsweise um 1 Uhr irgendwas abgefahren. Du bist zu spät losgefahren. Nächste Station, Düsseldorf Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Düsseldorf Hauptbahnhof. Next Stop, Düsseldorf Hauptbahnhof. Exit right. Du bist zu doof, Düsseldorf auf Hauptbahnhof auf Englisch zu sagen, also Main Station. Wow. Gut. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch in die Wendeanlage fahren. Vorsichtshalber sage ich dann hier an der Stelle schon einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Zwillinge. Ratiofarben-Zwillinge. Ratiofarben. Ja, Ratiofarben-Zwillinge. Oh, man steht hier bis 4 nach. Nur weil hier alle aussteigen. Alle sind raus. Gut, dann fahren wir mal in die Wendeanlage. Ja, ich weiß. Ich glaube, hier fadet der gleich einfach irgendwie aus. Man fährt gar nicht selbst durch die Anlage. Genau. So, und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, ja. Bis dahin und bye bye.